Das ist die Forst. FAQ. Frequently asked questions. Die am häufigsten gestellten Fragen. Felix, welche Baumarten sind gut im Klimawandel? Ah, das geht ja kreuz und quer. Ja, es gibt viele Baumarten. Beispiele zum Beispiel, oder beantworten wir die Frage mal etwas genereller. Die Frage ist ja die, das Klima ändert sich ja. Heißt, wir haben voraussichtlich gesehen weniger Niederschlag oder der Niederschlag ist sehr in irgendwelche Bereiche gedrückt. Es gibt lange Spannen ohne Niederschlag, heißt, die Bäume müssen Trockenheit überstehen. Also das heißt Regen, ne? Ja Niederschläge, viele Rückschläge. Ja. Und es wird voraussichtlich einfach heißer. Ja. Und das Klima, was wir in Deutschland mal haben werden, das gibt es ja schon irgendwo. Also wenn ich jetzt nach Spanien zum Beispiel fahre, da sind die Sommer ja eher trocken und heiß und im Winter ist es nicht so richtig kalt. Und dann könnte man sich ja überlegen, die Bäume, die da wachsen, die müssen ja auch theoretisch bei mir wachsen, wenn in 50 Jahren das Klima bei mir so ist wie jetzt in Spanien. Ja. So. Und eigentlich macht man genau das. Genau. Also ja, man, so einfach ist die Frage. Man nimmt Bäume aus diesen Regionen, zum genau. einen einfach andere Baumarten, ja. zum anderen aber auch gibt es ja also Baum, also die, es gibt ja auch die ähnlichen Baumarten einfach, die sich da stimmt, schon an ja. das Klima angepasst haben und das nimmt man. Und was sind dann zum Beispiel Baumarten? Ja, es gibt eine Baumart, die sehr, sehr häufig genutzt wird, ist die Douglasie, die ja aus Nordamerika eigentlich kommt, wo man sagt, ja, da ist das Klima jetzt schon ungefähr so, wie es mal bei uns werden wird. Viele, also das sind dann sogenannte fremdländische Baumarten, also aus anderen Ländern. Da kann man aber auch ja, die Zähreiche nehmen, da kann man, weiß nicht, wie du gerade gesagt hast, irgendwelche rumänischen Buchen nehmen, weil es da in Rumänien schon deutlich trockener ist, die aber halt, wie du das sagst, die eine Baumart an dieser Stelle anders angepasst ist, andere genetische Ausprägung hat als die Buche hier in Deutschland. Was gibt es denn noch? Irgendwelche Zedern, all das. Das sind Kastanien. Genau, das sind mal so Baumarten. Aber es gibt tatsächlich auch heimische Baumarten, wo man sagen kann, ja, die wachsen auch in anderen Regionen oder da sieht man voraus, dass es relativ trocken oder dass die gut Trockenheit überstehen können. Beispielsweise die heimischen Eichenarten, da sagt man, die sind relativ trockenheitsresistent, die Fichte nicht. Das sehen wir ja jetzt momentan auch. Die heimische Elsbeere zum Beispiel ist eine Baumart. Ich glaube, ein paar Ulmen und Kirschen und sowas. Also es gibt ein paar heimische Baumarten, die man gut anpflanzen kann. Genau, was man halt auch da, also wir haben das so oft, dass einer von uns was erzählt und dann kommt der andere mit so einem Aber um die Ecke. Ja. Das ist natürlich auch immer eine Gefahr, neue Arten, neue Pflanzen, neue ja. Tiere einzubringen. Und ganz klassisch ja dieses Beispiel mit diesen Fröschen in Australien, glaube ich, wo irgendwie, kennst du es nicht? Ja, nee. wo halt Frösche eingeschleppt wurden und die haben halt das ganze Ökosystem da lahmgelegt. Ja, okay. Oder der Waschbär hier in Deutschland. Der Waschbär. So weit muss man gar nicht gehen, das haben wir auch hier vor der eigenen Haustier. Also Waschbären sind eigentlich hier nicht heimisch, haben aber hier ganz gute Bedingungen gefunden und haben sich so weit verbreitet, dass man sie jetzt auch nicht mehr so richtig los wird. Ja. Und das Problem haben wir natürlich bei Bäumen auch, wobei wir das Glück haben, Bäume sind halt saulahm. Also es dauert halt einfach viel länger, bis so ein Baum irgendwas macht. Ja. Und wir haben gleichzeitig bei Bäumen schon zum Glück auch vor relativ langer Zeit angefangen zu forschen. Also ja. zum Beispiel bei Douglasie, hast du ja gerade gesagt, die wird schon sehr lange erforscht, ja. gibt es einfach Flächen, wo seit 150 oder ja. 180 Jahren auf jeden Fall, also das weiß ich gerade hier, weil die ja. Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, die hier zwei Häuser weiter sitzen, die forschen halt einfach an Flächen seit über ja. 100 Jahren ja. und schauen sich halt genau an, okay, was macht das mit dem Ökosystem? Was passiert, wenn wir jetzt diese Baumart hier einbringen? Und also der Forschungsstand ist da zum Beispiel, naja gut, also kann man jetzt immer noch sagen, dass die Prozesse sind natürlich viel länger gerade bei Bäumen, ja. aber wir sind da auf jeden Fall bei und haben da schon viele Erkenntnisse gewonnen. Ja, definitiv. Aber das, ich finde den Ausdruck sehr gut. Die Bäume sind sehr lahm, ja. Also das ist so ein bisschen der Vorteil. Es gibt aber auch Bäume, die man dann sehr schlecht nur noch los wird. Also ja. da muss man schon sehr drauf achten und das wird auch getan. Also theoretisch dürfte ich als Privatwaldbesitzender alles anpflanzen, was jetzt nicht invasiv ist, also als invasiv eingestuft ist. Da gibt es dann so Listen, wo das draufsteht, genau. was du machen darfst und was nicht. Also invasiv heißt eben ja, ja dass die andere Baumarten verdrängen und das Ökosystem stören. Ja. Aber die Landesforstverwaltung haben häufig extreme Vorgaben.
ja. und wo und wie. Und dann gibt es ja auch noch die Naturschutzbereiche, zum Beispiel in FFH-Gebieten darf man keine fremdländischen Baumarten einbringen und so weiter. Also da ist eine Douglasie dann schon fehl am Platz. Genau, ja. Und selbst sogar standortsfremde, also ich dürfte jetzt zum Beispiel, jetzt muss man mal kurz etwas theoretisch werden, es gibt ja sogenannte Waldgesellschaften, also das, was dort natürlich wachsen würde, da dürfte... Zum Zusammenschluss aus genau, Bäumen und Kräutern. Genau, und, die sich, ja. wenn ich den jetzt 500 Jahre in Ruhe lassen würde, sich da so entwickeln würden. Und da darf ich keine Baumart einbringen, die standortsfremd ist. Also die zwar in Deutschland auch wächst, aber dort nicht vorkommen würde. Selbst die darf ich da nicht einbringen. Und das macht wiederum dann den Waldumbau relativ ja, schwer. Ja. Aber macht natürlich auch Sinn, irgendwo natürliche Ökosysteme zu erhalten.